Hey Kinders, was geht bei euch ab? Der Inhalt dieses Videos ist höchst kontrovers und wird wahrscheinlich bei einigen Erbrechen auslösen. Beziehungsweise Unverständnis, Missverständnis und möglicherweise auch Wut. Man weiß es nicht, vielleicht sogar Wut. Hört und schaut euch das Video bitte komplett an, damit ihr wirklich versteht, worum es geht. Natürlich bin ich gerade hier sehr gespannt auf eure Kommentare, auf eure Informationen, die ihr da mit reingebt. Fangen wir direkt an. Worum es in diesem Video geht, ist die Grundeinstellung, ob ich sage, jemand cheatet oder ob ich sage, er ist gut, beziehungsweise ich war schlecht in dieser Situation, wo ich gegen ihn verloren habe. Diese Grundeinstellung, also wie gut sie ist, kann man an drei Dingen messen. Und zwar erstens, wie gut ist es für euch als Person in dem Moment, emotional und so weiter und so fort. Dann, wie gut oder schlecht ist es für euch als Spieler, als skillender Spieler, der vielleicht im Skill auch aufsteigen will. Und drittens, wie gut ist es für euch als Team, für dich und deine Mitspieler. Darum wird es jetzt gehen. Zuerst aber noch ein Vorwort, das sehr wichtig ist an der Stelle. Und zwar, man muss ehrlich mit sich sein und sich eingestehen, dass es fast nie Situationen gibt, wo du zu 100% sagen kannst, dass jemand cheatet. Viele glauben, sie könnten das, weil sie schon selbst gecheatet haben, Cheats programmiert haben, ganz viele Overwatches oder Videos gesehen haben. Aber das ist einfach Schmarrn. Vor allem schon alleine aus diesem Grund Schmarrn, weil ihr aus eurer Perspektive seht, was passiert und nicht aus seiner. Ihr seht gar nicht, was er macht und nicht macht. Denkt euch in die Situation, in denen ihr richtig abgeht, in denen ihr lucky seid oder einfach skillful richtig ausrastet. Ich habe schon Shots gemacht und Intuitionsshots durch Wände, durch Smokes, die ich mir später im Overwatch angeschaut habe und mir selbst eingestehen musste, ich hätte mir zu 100%, wenn ich das gesehen hätte als Overwatcher, den Wallhack gedrückt in dem Moment. Oder an manchen Stellen auch den Aimbot. Zu 100% hätte ich mir das angeschaut, wäre ich gebannt gewesen. Aber es war Intuition, Skill und oder Luck. Und diese drei Sachen zählen für manche gar nicht. Viele gehen leider nach dem von mir leicht abgewandelten Sprichwort hervor, alle Leute, die schlechter sind als ich, cheaten nicht und alle Leute, die besser sind als ich, cheaten. Und das ist unglaublich schwachsinnig. Ich habe so viele Global, Supreme und auch selbst LEM-Freunde und auch bei mir auf der Elo ist es so, dass du ständig reported wirst. Gerade meine LEM und Global-Friends haben so Schiss, dass sie jetzt im Trust-Faktor so sehr sinken, weil sie fast in jedem Spiel reported werden. Und daran merkt man einfach, dass die verschissene Community im Arsch ist. Die Community ist so im Arsch, dass man predicten kann oder predicted hat, dass wenn von heute auf morgen alle Cheater aufgrund von irgendeinem Update gebannt werden würden, beziehungsweise Cheats nicht mehr möglich wären, gäbe es noch, und jetzt passt auf, genauso viele Reports wie mit Cheatern, weil die Leute einfach bescheuert sind. Beziehungsweise nicht die Leute sind bescheuert oder einfältig, sondern ihre Einstellung ist bescheuert und einfältig. Es gibt Situationen, ganz klar, wo man es zu 100% sagen kann. Aber das sind ganz wenige. Wenn man alle Situationen der Welt nimmt, dann ist es maximal 1%. Und nochmal ganz geschwind hier an der Stelle eingehakt. Ich höre schon, wie ihr Luft holt und anfangen wollt zu schreien, aber vielleicht versteht ihr nicht ganz, worum es geht. Nicht 100% sagen zu können, dass jemand cheatet, heißt nicht, dass er nicht cheatet. Das sage ich hiermit nicht. Wenn jemand vor euch fliegt mit Noclip, dann kann man sagen, oh, der cheatet. Oder wenn man direkt am Anfang der Runde, man steht noch im Spawn und will gerade loslaufen, von einem Gegner komplett kaputt geneift wird, das ganze Team. Oder mehrfach durch die gesamte Map gekillt wird. Oder wenn man auf das 2 auf B geht, das ganze Team. Und bei Double Doors das gesamte Team von einem Autosniper durch die Double Doors geklatscht wird. Dann verstehe ich, wenn man sagt, wow, da geht was nicht mit rechten Dingen zu. Aber alle anderen Situationen, diese ganzen One-on-One-Situationen oder wenn jemand reinkommt und einfach mal 5 Headshots verteilt, das ist sowas von verschissen Standard, vor allem auf hohen Rängen, dass es eigentlich Wahnsinn ist, dabei von Cheats zu sprechen. Manche Leute stacken einen Spot als CT. Völlig Standard. Und dann kommen die Tees auf den anderen Spot, der offen ist. Da gibt's echt jemanden, der sagt, ja klar, die wussten genau, wo wir jetzt nicht sind. Und ich denke nur, wie verschissen im Kopf kann man sein? Man hofft doch als T bei einem Rush, dass man genau dahin kommt, wo die Leute nicht stacken, beziehungsweise hofft als CT, dass die Tees genau dahin kommen, wo man gerade stackt. Ich habe es schon so oft in Spielen gehabt, dass die Mates und ich irgendwo stacken und die Tees kommen genau dahin gerannt und es klappt einfach super. Und alle freuen sich. Dann sind wir T, wir rennen in den Stack rein und dann sagen die Mates, woher wussten die das? Ich denke nur, hallo? Ah, sowas tut weh. Und hier noch ein kleines Beispiel, das darf ich sicherlich machen. Derjenige, der damit gemeint ist, der weiß bestimmt, dass er gemeint ist, aber es ist nicht schlimm, weil er eben auch ein echt lässiger Kerl ist. Er meint es nicht ernst. Nur so halb ernst. Letztens im Furygame spielen wir und dieser jemand wird durch die Smoke gekillt. Und er sagt, ja klar, durch die Smoke, ah. Und ich denke nur, okay. Wenn man das Smoke schmeißt an gewissen Stellen, dann wird er halt einfach reingeprefired. Das macht man selbst ja auch. Passt auf. Dann gelingt ihm das Gleiche. Er killt jemanden durch den Smoke und er, haha, nice, Mann, den habe ich weggeschnitzelt und er freut sich. Und ich denke mir nur, sehr gut, sehr gut. Paar Runden später wird er wieder durch den Smoke geholt. Und er, fuck, Mann, das gibt's doch gar nicht, ne? Sie cheaten doch. Und man denkt sich, hä, du hast doch das Gleiche gemacht. Also was ihr jetzt von diesem leicht überzogenen Vorwort mitnehmen sollt, ist, dass man sich eigentlich nie sicher sein kann. Dass man immer dran denken muss, dass man unglaubliches Luck haben kann und krasse Intuition, überkrasses Gehör und eben ultra guten Skill. Damit kann man fast alles machen oder erklären, wofür 99,9% der Spieler zum Cheaten angeklagt werden. Also bitte merkt euch das. Redet euch nicht raus von wegen, ich weiß es aber trotzdem. Nein, nein, ihr wisst es nicht. Ihr vermutet es. Manchmal zu 90%. Es ist ja auch in Ordnung. Aber wie ist es jetzt für dieses restliche Spielgefüge, das ich angesprochen habe? Und jetzt starten wir in das Thema. Fuck, die Zeit ist eigentlich schon um. Ich glaube, ich muss jetzt 2 Overwatches oder sowas im Hintergrund laufen lassen. Für Schissel? Um die Frage nochmal zu wiederholen, was ist besser?
die Grundeinstellung, dass man andauernd und überall Cheater sieht, oder die Grundeinstellung, dass man grundsätzlich sagt, ja, grundsätzlich, weil es eine Grundeinstellung ist, fuck, der ist besser als ich. Oder shit, in der Situation habe ich einfach Kacke gespielt. Überleg kurz, tick-tack, tick-tack. Bing, 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 fertig! Natürlich ist es für diese drei von mir genannten Teile, die ich jetzt einzeln anspreche, eine Milliarde mal besser, grundsätzlich zu sagen, ich bin schlecht oder der andere ist gut. Vielen klappt jetzt der Mund runter. Was? Und jetzt sage ich euch warum. Erstens, ihr betrachtet euch selbst als emotionales Lebewesen. Wenn ihr einen Cheater callt, seid ihr sauer. Ihr denkt euch, fuck, das ist ein scheiß Cheater. Ihr werdet also ärgerlich in euch drin. Ihr spielt ein Spiel, das eigentlich Spaß machen soll, und ihr werdet sauer oder ärgerlich. Dann gebt ihr so ein bisschen auf, innerlich. Ihr sagt euch, es ist ja eh ein Cheater, was soll ich jetzt großartig noch machen? Ihr verliert sofort den Spaß an der ganzen Sache. Das passiert nicht, wenn ihr sagt, gut, der war jetzt die Runde halt einfach besser als ich. Nächste Runde kann ich es besser machen. Und ja, es kann auch mal nicht nur eine Runde sein, sondern ein ganzes Spiel. Oder vier ganze Spiele, dass es kacke läuft, dass ihr zerquetscht werdet von Gegnern. Man kann nicht grundsätzlich Glück haben. Ich meine, was denken sich die Gegner bei eurer Siegessträhne? Klar ist da nicht immer derselbe Gegner dabei, wenn er viermal Spiele gewinnt. Aber genauso wie man 8 Spiele hintereinander gewinnen kann, kann man auch 8 Spiele am Stück verlieren. Das hat dann nichts mit Cheatern zu tun. Das geht bei den Leuten nicht in den Kopf rein. Es ist ganz normal, eine Siegessträhne zu haben, aber eine Pechsträhne. Was? Da kann irgendwas nicht stimmen mit dem Spiel. Zweitens, ihr als Spieler und euer Skill. Wenn man einen Cheater callt, redet man sich einfach heraus aus der schlechten Situation. Man sagt nicht, es lag an mir oder es lag an ihm, weil er gut war. Sondern man sagt, der cheatet, der betrügt, es zählt nicht, sozusagen. Und so kann man nicht besser werden. Wenn wir jetzt einfach mal das Extrembeispiel herannehmen, ein Spieler, der grundsätzlich in jedem Spiel sagt, die Gegner cheaten, der wird nie besser werden. Der wird sich nicht anstrengen, weil er sich auch jedes Mal sagt, fuck, die cheaten. Der wird sogar einfach mit CSGO aufhören. Ohne zu wissen, dass er eigentlich nur zu behindert war, um weiterzuspielen, um weiterzukämpfen und um sich Skill zu erkämpfen, um sich aus der Low-Elo-Hölle rauszukämpfen. Solche Leute sind schwach, also in sich schwach, weil sie es einfach nicht einsehen, dass es Leute gibt, die auch einfach mal so skillvoll sind oder skillfulliger als sie selbst. Oder die taktisch einfach klüger gespielt haben oder auch einfach nur mehr Glück gehabt haben in der Situation. Sowas geht vielen Leuten nicht rein. Und das Schlimme bei den Leuten ist ja, dass die einen Cheater callen und dann die nächste Runde den krassesten Klatsch hinlegen. Wo sie genau wüssten, sie müssten eigentlich gebannt werden dafür, wenn sie genauso rangehen würden mit diesem Denken an sich selbst wie an die Gegner. Da heißt nur, ohoho, ich war gut. Und die Mates so spaßig, oho, hast du jetzt angemacht, ne, ja, ja. Das ist völlig in Ordnung, wenn das bei einem selbst passiert. Aber wenn die Gegner mal eskalieren, oh, wenn die Gegner zum Schluss mal besser werden, oh, die waren 10 Runden schlecht und jetzt sind sie gut. Na klar, na klar. Wie verschissen oft hatten wir das in den Fury Games, dass wir auf einmal hochgedreht haben. Es ist so unglaublich oft, gerade in den Fury Games, man kann es da perfekt sehen, dass wir am Anfang viele Runden verrecken und dann abgehen wie Zäpfchen. So kann es halt einfach laufen. Kein Spiel ist linear, das sind alles Menschen. Das Gefühl kennt doch jeder, man spielt und sagt sich selbst, fuck, ich bin überhaupt nicht im Spiel, ich krieg nichts gebacken. Und dann kommt diese Runde, wo du es richtig merkst, wo deine Hand praktisch Sex mit der Maus hat und man zeugt dabei ein Kind und das ist der Skill. Man ist das Fadenkreuz dann und eskaliert einfach. Movement Gott ist man dann so oder so, klar, weil die andere Hand hat auch Techtelmechtel mit der Tastatur und dann geht's rund. Und sowas kann halt erstens nicht immer von Runde 1 aus schon sein und zweitens, sowas hält auch nicht immer ewig. Es kann auch passieren, dass man einfach schlecht wird und dann auf einmal gedrückt bekommt. Darauf kommen die Leute nicht. Die sagen immer, oh, jetzt fahren sie aber hoch, jetzt sind sie besser. Keiner denkt dran, dass man auch einfach schlechter werden könnte im Spiel. Das ist diese Eingefahrenheit, die man hat im Kopf. Aber egal, zurück zum Thema. Ihr selbst redet euch heraus. Ihr könnt also im Skill gar nicht wirklich aufsteigen, wenn ihr andauernd Cheater callt. Es ist schlecht für euer weiteres Vorankommen. Es ist schlecht für euren Skill. Ihr habt eine Ausrede, warum ihr das jetzt nicht geschafft habt. Und zwar nicht, weil ihr schlecht seid, nicht, weil ihr euch verbessern müsst, sondern weil da jemand cheatet. Und jetzt kommt noch der dritte Punkt, und das ist wirklich der wichtigste Punkt. Was heißt es für euer Team? Wenn ihr so ein Dödel seid, der richtig hackt, der darauf einhackt, dass der andere ein Cheater ist. Jeder kennt solche Leute, die richtig ausrasten dann. Die anfangen ultramäßig zu schreiben, die sagen, Leute, wir müssen den reporten, alle report. Wir bleiben hier am Spawn stehen und rennen erst los, wenn ihr alle 5-mal reportet habt. Oder sie wurden in ihrer Kindheit richtig hart rangenommen und schreien dann direkt nach Surrender. Das sind die Besten natürlich, das sind meine Lieblinge. Und sowas ist der größte Abfuck, ihr reißt euer Team ins Verderben. Es ist grundsätzlich so, dass einer oder zwei sagen, da cheatet jemand. Und der Rest vom Team schüttelt den Kopf und sagt, haltet bitte einfach die Fresse und spielt weiter. Ihr schadet eurem gesamten Team. Erstens mal reißt ihr den Spaß allen aus der Hand, die anders denken. Die sagen, der cheatet nicht, kümmere dich doch jetzt einfach darum, dass du besser wirst. Halt deine Position gescheit, lass uns vielleicht wechseln. Also man sucht praktisch auch direkt nach Lösungswegen. Wenn man aber sagt, das ist ein Cheater, dann ist der Kopf zu. Man denkt einfach nichts mehr. Man sagt sich nur, das ist ein Cheater, das ist eh unfair, wir haben eh keine Chance. Man gibt wieder auf. Und das ist einfach scheiße, schlecht. Vor allem, wenn es einfach kein Cheater ist, das ist halt das Bittere. Dass es in so unglaublich vielen Fällen kein Cheater ist, sondern nur jemand, der gut ist, Luck oder wie auch immer. Natürlich gibt es auf der Welt, also auf die Masse gesehen, sehr viele Cheater. Das leugne ich auch gar nicht, dass es Cheater gibt.
Das will ich gar nicht sagen. Es geht hier um was ganz anderes. Das habt ihr sicherlich jetzt auch schon bemerkt, hoffentlich. Ich habe es ja schon mit dem Vorwort und auch wie ich in die ganze Sache reingeglitten bin, gut erklärt, worum es geht. Um diese Grundeinstellung. Also tatsächlich irrelevant, ob es wirklich ein Cheater ist oder nicht. Um das auch nochmal ganz kurz hier zu erwähnen, falls jetzt, also jeder, der jetzt schreibt, aber das ist wirklich Cheater, das ist entkräftet. Darum geht es nicht, ob es Cheater sind oder nicht, sondern nur, wie ihr darauf reagiert, was für euch besser ist. Ja, ihr entreißt dem Team den Spaß am Spiel und jetzt kommt das Wichtigste, was diesen Teil der Community, diese Menschen, zu Menschen macht, die genauso schlimm und höchstwahrscheinlich genauso kleinpimmelig sind wie Cheater selbst. Und zwar ist vielleicht jemand schon skeptisch in eurem Team. Er spielt zwar, er gibt sein Bestes, aber schwankt schon hin und her zwischen, ist der nur gut oder cheatet er vielleicht nicht auch ein bisschen? Manchmal. Solche Leute werden dann rumgerissen von so einem bescheuerten Gelaber, von wegen, der cheatet. Und dann sind die auch eingefahren und sagen, ja, ihr habt recht, also wenn du das sagst, dann würde ich auch sagen, dass der cheatet. Und schon hat man einfach das gesamte Spiel gefickt, weil man behindert ist. Ich meine natürlich, weil man beeinträchtigt ist. Man behindert somit also nicht nur das eigene Vorankommen, sondern auch das Vorankommen des gesamten Teams. Und macht vielleicht auch denen ihren Tag jetzt schlecht. Weil die dann auf einmal auch sagen, ja, wenn der das sagt, vielleicht stimmt das echt, fuck, das wird ein Cheater sein. Dann gehen die nach dem Spiel vom PC weg und schlagen ihre Katze oder sowas. Einfach weil sie schlecht gelaunt sind. Dann habt ihr Schuld, dass sie ihre Katze geschlagen haben. Verstehst du? Ich denke, wenn man das so aufdröselt, wie ich es jetzt gemacht habe, ist es sehr gut nachzuvollziehen, warum das die bessere Einstellung ist. Also keine Cheater zu callen, sondern einfach grundsätzlich davon auszugehen, dass man selbst schlecht war oder der Gegner halt einfach sehr gut war. Natürlich gibt es Cheater und natürlich, wenn ihr jemanden habt, wo ihr zu 100% sagt, der cheatet, reportet ihn ruhig. Ihr gebt dann zwar in dem Moment schon zu, dass er wahrscheinlich cheatet und diese negativen Effekte treffen euch bereits. Aber wenn ihr es nicht ausschreibt und auch nicht mehr dahinter seid, sondern ihr haut euren Report raus und spielt weiter, dann ist es so unglaublich viel besser, wie wenn ihr anfangt zu schreiben. Es gibt Leute, die schreiben dann nur noch mit den Gegnern, die bleiben in der Base stehen. Wir haben früher, ich spiele Counter-Strike schon seit 14 Jahren, also schon 1.6 und hin und her alles mit dabei. Wir haben solche Leute aus dem Clan geworfen, wenn die angefangen haben, mit den Gegnern zu schreiben wegen sowas. Weil man Spiele verliert. Wir haben damals auch Ligaspiele gemacht und so weiter und auch um Geld und hin und her. Wenn du dann jemanden hast, der auf einmal stehen bleibt, um mit dem Gegner zu streiten, ne? So von wegen, mach deine Cheats aus, du Noob und hin und her. Und man dann das Spiel verliert, beziehungsweise die Runde verliert, die vielleicht die entscheidende Runde gewesen wäre. Dann ist es ein unglaublicher Abfuck. Ich denke, meine Einstellung ist so, weil ich eben von solchen Leuten auch eingeführt wurde in diese gesamte Spielszene. Ich habe wirklich Mentoren gehabt, die mir jetzt speziell bei Counter-Strike sehr viel beigebracht haben. Also das Zocken an sich, Movement, Aiming und hin und her, das hört sich jetzt vielleicht lustig an, aber damals war das halt so, als ich noch jung war, ja. Da gab es nie den Satz, oh, der cheatet. Da hieß es immer nur, was hast du gemacht? Warum hast du das so gemacht? Hättest du es nicht anders machen können? Oder guck mal, der kam von da, du hättest doch eindeutig und hin und her. Da gab es nie diesen Punkt, wo man gesagt hat, ah, ich glaube, wir cheaten. Also von den guten Leuten. Das haben immer nur die gesagt, die nicht so erfahren sind. Ich wiederhole hier nochmal. Ja, es gibt Cheater. Ich weiß. Wie gesagt, wenn ihr jemanden reporten wollt, dann reportet ihn. Aber behaltet dabei immer im Hinterkopf, dass man, so wie früher für das viele Kicken von Leuten, wurde man ja gebannt und verliert mittlerweile auch sein Trust-Level, dass man mittlerweile auch fürs viele Reporten sein Trust-Level verliert. Haltet es schön im Kopf. Und denkt an meine Worte von vorhin, wenn man heute alle Cheater entfernen würde, gäbe es morgen noch genauso viele Reports. Vielleicht ein bisschen weniger. Es gäbe noch unzählig viele Reports, Hunderttausende auf die gesamte Welt bezogen. Und ich spreche ja von Reports, die noch nicht mal bis zu einem Overwatch reichen. Einfach nur von Reports, die dem Spieler schaden, den ihr reportet und die euch selbst schaden. Mittlerweile, Trust Level und so weiter. Die unnötig sind, weil die Spieler nicht cheaten. Behaltet es immer im Hinterkopf und schickt dieses Video jedem, der immer so hart am Cheater-Callen ist. Bitte macht das. Wir müssen die Community wieder zurechtbiegen. Das ist nicht einfach und geht auch nicht schnell, aber es muss passieren. Und wenn sonst niemand den Anfang macht, dann machen wir es halt. Die Dumbabla vor noch ein Tor, voilà. Ihr könnt euch eigentlich, bitte wiegt das Wort eigentlich hier an der Stelle sehr schwer, nie sicher sein, ob jemand cheatet oder nicht. Ihr könnt es nur vermuten. Und was ihr dann draus macht, ist eure Sache. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt und wie viele Dislikes dieses Video bekommt. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.